für jetzt. Heute besuche ich fundamentale Christen. Menschen, die sich als Werkzeuge Gottes begreifen. Apokalyptiker und Abtreibungsgegner. Was steht da denn? Zu jung zum Sterben, Abtreibung tötet. Viele Christen wenden sich gegen das Recht der Frauen auf Abtreibung. Das ist der Marsch fürs Leben. Hier beginnt meine Reise. Wir sind hier, weil Abtreibung das schlimmste Verbrechen der Menschheit ist. Ich kann das als Frau sagen. Weil es der Mord an den Unschuldigsten und an den Schwächsten unter uns ist. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden, mit allen möglichen Mitteln. Ich bin orthodoxe Christin. Und ich denke, es ist die Verpflichtung einer jeden Frau, das zu tun, was sie machen kann. Okay. Sind Sie evangelikal von der Religion? Sind Sie evangelikal? Ja, wir sind freikirchlich. Wir sind aus der Landeskirche. Also bist du noch in der Landeskirche? Wir sind aus der Landeskirche ausgetreten, weil uns die zu liberal war. Und sind dann in eine Freikirche gegangen. Evangelikale Freikirche. Uns ist das ungeschützte Leben. Ich finde das so fucking witzig, wie ich gerade 40 Zuschauer verloren habe, einfach weil ich mir das anschaue. Hey, es ist lustig. Hey. Sehr wichtig, weil es sich nicht wehren kann. Und deswegen versuchen wir als Christen, als gläubige Christen für dieses Leben einzustehen und daran zu erinnern, dass das ungeschütztes Leben wichtig ist. Und was passiert, wenn eine Frau sich dazu entscheidet, das Kind nicht zu behalten? Was denkst du? Es ist Sünde, es ist gegen Gott. Es gefällt Gott nicht. Eine Sünde? Darf die Frau über ihren Körper selber entscheiden? Ich habe die Theorie, dass die Konservativen gegen Abtreibung sind, ja, weil sie dadurch für mehr Nachwuchs, der ausgebeutet und geknechtet werden kann, sorgen. Das ist, was ich glaube. Ich glaube, sie sind deswegen gegen Abtreibung, weil sie sicherstellen wollen, dass sie später noch genug Soldaten, Arbeiter und andere Leute haben, die sie ausbeuten können. Das ist, was ich glaube. Und sie verwenden Gott oder Bibel oder was auch immer nur als Ausrede. Ja? Damit die Ressource Mensch einfach weiter wachsen kann. Das ist, was ich glaube. Also, und das betrifft jetzt nicht diese Leute hier, die auf der Straße sehen, ja, sondern ich meine die christlichen Führer, die Anführer, ja. Ich meine die christlichen Anführer. Ich meine die ganzen Leute, die konservativen Führer, ja, die ganz oben stehen. Die meine ich. Ich meine nicht diese Simpletons, die auf der Straße sind. Die meine ich nicht. Die sehen das wirklich so. Ja, sie sehen das wirklich so. Ist ja so, aber was das Leben von Menschen angeht, ist das von Gott vorher bestimmt worden. Und wir haben nicht das Recht, selber zu bestimmen, wer das Recht hat zu leben und wer nicht. Weil dass diese Leute irgendwie daran glauben, das glaube ich ihnen sofort. Dass das einfach so überzeugte Menschen sind, die an Gott glauben und sagen, Abtreibung ist falsch, das kaufe ich ihnen ab. Ja. Aber ich denke, dass es die Führer dieser Menschen sind, die einfach so viel Anti-Abortion-Propaganda machen und ihre ganzen Influencer und so, dass die schon politisch an die Sache rangehen, ja, warum sie dafür oder dagegen sind. Sie könnten ja die Menschen auch auf eine andere Seite aufhetzen, weißt du? Leben schützen, da bin ich dabei. Doch zum Leben haben Evangelikale ihre ganz eigene Sicht. Ich mag sie nicht bewerten. Ich will sie kennenlernen. Bei uns gibt es nicht so viele von ihnen, aber anderswo besitzen sie Macht. Bei den Abtreibungsgegnern vor dem polnischen Verfassungsgericht. Beatrix von Storch marschiert mit konservativen Christen beim Marsch für das Leben. Ich finde es so geil, wie diese Leute alle zielsicher die Maske unter der Nase haben. Niemals auf der Nase. Jeder einzelne von ihnen. Seht ihr das? Jeder von ihnen hat die Maske bis daher. Ja, unglaublich.
Die hatten in ihren Taschen kleine Plastikembryonen, die dann verteilt wurden. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. Mit Sorge hörten Frauen, dass der oberste Gerichtshof in den USA das Abtreibungsrecht gekippt hat. Überall. Ich bin traumatisiert, absolut. Es sind radikale Christen auf dem Vormarsch. The Lord says it is. Wir befreien Seelen für Jesus. Wer aus der Reihe tanzt, ist für immer verloren. Die Familienministerin unter dem rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro ist Pastorin einer evangelikalen Kirche. Wir wollen ein Brasilien komplett ohne Abtreibung. Präsident Bolsonaro, sein Auftritt in Rio gilt 100.000 Anhängern eines millionenschweren evangelikalen Fernsehpredigers. Wenn wir als Christen jetzt nicht einstehen für unsere Werte, dann wird es in der nächsten Generation zu spät dafür sein. The Lord says it is done. The Lord says it is done. Die beiden, die ich auf der Demo traf, wollen mir von Gottes Heilsplan und der Rolle der Frau. Was triggert dich die Maske so? Ich weiß nicht, ich denke mir einfach so, warum trägst du Masken falsch, Bruder? Trag sie halt gar nicht. Ich verstehe es ja nicht. Also bevor du einfach die Maske einfach so aufsetzt, ja, trag sie einfach gar nicht. Was soll das einfach, dass du die Maske hier trägst? Was stellt das dar? So, ich halte mich an Regeln, aber nicht. Null Sinn. Trag sie entweder ordentlich oder trag sie gar nicht. Darin erzählen. Deshalb besuche ich sie jetzt auf ihrem Bauernhof in. Weil sonst macht das ja keinen Sinn, oder? Niedersachsen. Hier züchten sie Rinder mit modernster Technik. Guten Morgen, hallo. Hey! Grüßen Sie. Tachchen. Achso, die müssen sie tragen und das falsche Tragen ist der Protest. Mhm. Wie Sie wollen. Ja, okay. So? Wow, Führungskraft. Achso, ja. Was? Sein Gefolge sind Kühe? Ich lerne auch die Familie kennen. Das sind meine Eltern, Andrea und Klaus, und meine Schwester Maya kennen Sie ja bereits. Ja, genau. Hallo. Gottes Heilsplan verstehen. Da steht ganz groß Satan. Ja. Immer wie im Taxi das unterlegen. Wo würde jetzt eine Frau einkategorisiert sein, die beispielsweise abgetrieben hat und nicht zu Gott gefunden hat? Wo wäre die jetzt hier zu sehen? Ja, die war hier im Sheol. Im Sheol? Ja, das ist auch das der Verstorbene. Ja, aber die lebt ja noch. Ja, wo sie jetzt sein wird. Sie wird jetzt hier sein, in dieser Welt, auf diesem Zeitstrahl. Aber sie wird dann keine Herrlichkeit mehr sein. Aber wie kommt sie denn? Ist den Leuten schon klar, dass das alles nur eine institutionalisierte Machtgeschichte ist? Verstehen das Leute? Also diese ganze, du kommst in den Himmel, du kommst in die Hölle, dass das alles irgendwie so, dass das alles eine Machtgeschichte ist? Verstehen Sie nicht? Von da in das Sheol? Oder durch den Tod, durch ihren leiblichen Tod. Aber sie will ja gar nicht sterben. Geht's ja morgen. Na, die Religion an sich ist für mich jetzt nicht problematisch, sondern die Institution drumherum ist immer problematisch für mich. Ja? Wenn jemand für sich einfach Christ ist und gläubig ist, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja? Aber diese ganzen Leute, die davon profitieren und irgendwie Institutionen daraus machen und dann irgendwie sehr politisch werden und reich werden davon, mit denen habe ich sehr wohl ein Problem. Ja. Das ist, damit habe ich ein Problem, ja. Sünde soll ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Menschen sterben, weil sie in Sünde leben. Also die Frauen, die jetzt abtreiben, würden jetzt quasi da in das Sheol gehen? Die Frauen, die abtreiben und nicht zu Jesus gehören. Und nicht zu Jesus gehören. Nur das ist entscheidend. Jeder wird dahin gehen, der nicht zu Jesus gehört. Also wenn sie jetzt nicht zu Jesus gehört und ab... Ich habe mal die Theorie gelesen, dass religiöse Fanatiker oft Parasiten haben, wie Candida oder Toxoplasmose. Wow, okay. Ich habe das mal gelesen, dass CEOs und irgendwelche so Leute, die erfolgreich sind oder beziehungsweise so diese, die wir Psychos im Business-Dings nennen würden, dass die auch Parasiten haben. Dass das irgendwer untersucht hat und gesagt hat, dass das irgendwie so Leute sind, die von irgendeinem Scheiß befallen sind oder so. Ich habe keine Ahnung, wo ich das mal gelesen habe. Ich weiß nicht einmal, ob diese Quelle vertrauenswürdig ist oder irgendwas, aber ich weiß, ich habe das mal gesehen, so eine Behauptung. Ja, irgendwer hat das mal untersucht oder so.
abgetrieben hat. Dass eine gewisse Prozentzahl von diesen Leuten diese Parasiten haben. Eine große, aber ich weiß es nicht. Hat und sich weigert, aber jetzt hier in das Sheol zu gehen. Das ist nicht ihre Entscheidung, wo sie hingeht. Wer setzt das denn um? Gott. Aber sie werden nicht mehr, sie nicht im Buch des Lebens geschrieben und werden dann den Aufenthaltsort lassen. Welchen Aufenthaltsort? Den Feuersee. Den Feuersee. Ja, und das wird, wie Nicola es richtig beschrieben hat, eine Gottesferne sein. Und wo haben Sie das her? Das haben wir von einer Bibelschule. Ah. Mhm. Und die ist mit ihrer Gemeinde. Ja, man hat Milliardären in jede Öffnung geschaut, so ist es. Und das hat ihnen auch noch gefallen. Das ist ja der Punkt. Zusammen oder? Und die sind autark und möchten nur jungen Menschen unterrichten in Gottes Wort und auch vorbereiten für Missionsdienste. Oder? Mhm. Also nochmal, was sagen Sie zu dem Gottes Heilsplan? Genau, zeig endlich wieder den Kühlschrank, absolut. Wo ist der Kühlschrank, bitte? 1:1, wie mein Vater das eben geschildert hat. Also genau die, so. Aber die haben keine Sticker auf dem Kühlschrank, sondern sie haben so Magneten drauf. Und auf den Magneten heißt, Jesus zieht mich an oder irgend so was Absurdes. Es gibt Stabile Frauen, die vergewaltigt wurden, die dann ein Kind bekommen würden, aber dann sagen eben, ich kenne den Vater nicht oder ich bin vergewaltigt worden, jetzt würde ich abtreiben. Genau, also der Vergewaltigungsaspekt, der kommt sehr spät. Ich hätte den schon viel früher von Ihnen erwartet, weil das immer, wenn ich mit Leuten darüber spreche, der sehr früh kommt. Mhm. Es ist für die Frau keine Legitimation, abzutreiben, nur weil man den Vater nicht kennt. Wie würden Sie das umsetzen wollen? Ja. Gut, da gibt es dann halt Gesetze und die Gesetze halt, das heißt, kann man ja so machen. Da gibt es, glaube ich, auch schon in Texas solche Gesetze, Schwangerschaftsgesetze, wenn eine Eizelle befruchtet worden ist, dass es dann illegal ist, diesen Embryo dann abzutreiben. Und das wäre dann ja gesetzmäßig dann auch, müsste man das dann so machen. Aber was würde man denn jetzt mit der Frau machen dann? Tja. Ich kann es nicht sagen. Aber Sie wünschen sich das Gesetz? Ich wünsche mir das Gesetz, ja. Und zu Ende gedacht, wie sieht es aus? Was passiert der Frau? Glaubst du, der denkt zu Ende? Wenn er zu Ende gedacht hätte, wäre er nicht, wo er jetzt ist. Tja, theoretisch wäre es dann eine Straftat. Und dann müsste man überlegen, wie hoch die Strafe dann wäre. Geldstrafe? Nein, keine Geldstrafe. Das ist dann schon eine Haftstrafe. Haftstrafe? Ehrlich? Como? Ja. Wie hoch ist die Haftstrafe dann? Gut, es wäre dann Mord. Ich weiß nicht, wie hoch die Haftstrafe auf Mord ist. 20er. Weil die Frage ist, wer hat einen Mandant über das Leben? Hat die Frau das oder hat Gott es? Und es hat Gott. Es gibt diese Theorie, dass die Frau das Recht über über das Kind hat. Weil es gibt eine Theorie, die habe ich mal gehört, wo Leute sagen, dass ein Kind im Körper einer Mutter ein Fremdkörper ist, der sich von diesem Körper ernährt. Und dadurch ist dieses Ding da ein Gast in diesem Körper. Es gibt sogar Leute, die haben das so, Befürworterinnen von Abtreibungen, haben das sogar einen Parasiten genannt. Haben gesagt, dass das Kind eigentlich in dieser Form ein Parasit ist, der sich von der Mutter ernährt, also das Baby, und dass deswegen nur die Mutter entscheiden kann, ob sie sozusagen die Rohstoffe ihres eigenen Körpers zur Verfügung stellen wollen, diesem Wesen, das eigentlich nur ein Gast ist. Das war so eine Argumentation von Abtreibungsbefürworterinnen. Befürworterinnen, ne? Ja. Ja. So interessante Perspektive, denke ich. Ja, ist eine interessante Perspektive, ja. Fremdkörper werden in der Regel vom Körper abgebaut. Naja. Naja.
die Theorie hat ein bisschen zu viel Ideologie geraucht. Naja, Philosophie eher, würde ich sagen. Ist ein interessanter Blickwinkel, sage ich mal. Über das ungeborene Leben, dementsprechend. Also Gott steht über der Frau. Gott steht über der Frau. Gott steht über allem. Ja. Gott steht über allem. Ich glaube, dass die Menschen einfach, weil sie keine Wissenschaft hatten, haben sie für die Naturphänomene, die sie sehen, einfach den Namen Gott erfunden. Und dann kamen irgendwelche Leute vorbei und haben sich gedacht, davon können wir profitieren und dadurch können wir Macht aufbauen, wenn wir das einfach ausbeuten. Den Begriff. Und dann Leuten erzählen, da sitzt ein weißer alter Mann oben und der schaut dir zu bei allem, auch beim Wichsen, ja. Das wirklich wollte? Die Frau für eine Entscheidung lebenslang ins Gefängnis zu bringen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Volmo kann nicht ertragen, dass irgendwas über ihr und ihrem Ego steht. Total, die ist so total entsetzt, gerade so, da gibt es jemanden, der glaubt, der ist mehr als ich. Ich werde dir jetzt mit kunstvollen Bildern zeigen, dass ich einfach eine Göttin bin. Doch rufen weltweit Millionen von Klerikalen nach strengen Strafen. Wenn es nach ihnen ginge, wären überall die Gefängnisse voll mit Frauen, die nicht über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen. Entschuldigung. Kuhbrüste sind okay. Saigon, da hinten läuft Moulin Rouge. Moulin Rouge? Ja. Und die da, wie heißt die? Die heißt Galata. Also, Bibelstelle Galata. Und sie ist stolz? Worauf? Auf ihre Tiere? Dankbar. Also ich bin Gott in vielen, vielen Dingen sehr dankbar. Und ja, dass ich sein Kind bin. Es ist interessant irgendwie. So, der Typ wirkt ein bisschen nicht so ganz auf der Höhe. Ja, vielleicht sind wir wirklich alle Geschöpfe Gottes. Ein schöner Gedanke. Ja, sind wir. Und die Tiere? Genießen sie auch den Schutz von ungeborenem Leben? Achso, es heißt Mou La Rouge, so wie Mou macht die Kuh La Rouge. Und die Embryonen werden einfach so durch die Gegend kutschiert? Ja. Und wie sind die unterwegs? Also in der Stickstoffkante. Minus 196 Grad, schockgefrostet. Und dann kann man die verschicken, haltbar machen für die nächsten 50 Jahre. Ist alles kein Problem. Ist bei Sperma auch so. Ist alles möglich mittlerweile. Man kann solche Embryonen auch einfrieren und verkaufen. Und man kann sie theoretisch auch splitten. Das heißt, sie werden in der Mitte durchgeschnitten und dann hätte auf jeweils auf ein Trägertier, ein Nutztier, ein Spendertier übertragen und dann hätte man theoretisch schon auch Zwillinge. Was sagt Ihre Kirche dazu? Dass es beim Mensch so nicht in Ordnung ist, aber beim Tier in Ordnung ist. Ich habe ja auch als Maßstab die Bibel. Das ist ja auch so eine Sache. Das ist irgendwie so, man sagt ja die ganze Zeit so, Eugenik bei Menschen ganz böse, Eugenik bei Tieren vollkommen normal. Ja? Eugenik bei Tieren ist einfach für uns vollkommen normal. So eine gezielte Züchtung, damit du einfach Geld verdienst mit ihnen, ist vollkommen in Ordnung. So. Und wenn du damit kein Geld verdienen kannst, ist es okay, auch sie zu töten. So. Und dann kannst du andere züchten. Und diejenigen, die du nicht für Züchtung verwenden kannst, die tötest du einfach. So. So bei Tieren ist das einfach so vollkommen normal, diese ganze Eugenik-Nummer. Ja. So Zoos zum Beispiel machen das. Ja. Das durchaus richtig ist, das, dieses Verfahren zu machen. Das haben Sie sich aber intelligent zurechtgelegt. Also was ich sagen will, ist einfach so, es ist ja vollkommen egal, was für ein Gott es ist. Ich glaube nicht, dass der Gott zwischen Tier und Mensch so direkt unterscheidet. Und das ist so das Problem an einer jeden Religion, ja. So, wo man einfach da sagt, so, weißt du, was ich meine? So Tiere und Menschen, ich glaube, Gott, wenn es einen gibt, würde das ziemlich gleich sehen, als wenn er wirklich alle erschaffen hat als sein Geschöpf. Und ich glaube nicht, dass Gott will, dass sich ein Mann über eine Frau stellt oder über ein Tier oder überhaupt. Das steht in 1. Mose, dass Gott den Auftrag gegeben hat, diese Erde zu bebauen. Und es steht nicht im Kontrast
zu Gottes Ordnung, zu Gottes Bibel, zu Gottes Schöpfung, was ich mache. Ich bin gläubig, ja. Aber nicht an irgendeine Religion, die dir bekannt ist, sondern ich bin Pantheist. Ich glaube daran, dass das Wirkungsprinzip des Universums, das Universum selbst und alles, was daraus erfolgt, der Gott ist. Ja. Sozusagen die Formel der Welt ist Gott. Die Ergebnisse dieser Formel sind Gott. Und die Existenz allen Daseins ist Gott an sich. Ja. Wenn ich Zuhälter wäre, ich überspitze jetzt in meiner Rhetorik, dann müsste ich mal, und angeblich Christ wäre, dann würde das nicht passen zum Beispiel. Also Sie sind so eine Art Führungskraft Gottes? Ja, genau, das kann man auch, genau, das könnte man so sehen. Sind Sie christlich? Nein. Ja, wir diskutieren das dann und am Ende des Tages bleiben wir immer auf dem Konsens, dass er eben bei seiner christlichen Schiene bleibt und ich bei meiner eher naturwissenschaftlich geprägten Schiene bleibe. Aber würde Gott auch die Embryonen durch die Gegend kutschieren? Würde der das machen? Das ist mal also eine ethisch? Frage, ne? Ethisch. Ja, klar würde er. Siehst du, Gott erzeugt solche Typen wie ihn und dann machen die das für Gott. Gott, so, ja. Das machen. Weil sie machen es, würde Gott das auch machen. Gott hat uns die Bibel gegeben, wo wir nach leben sollen und wir orientieren uns dann nach diesen Aspekten und es steht nichts in der Bibel darüber, dass dieses nicht passen würde, dass dieses konträr wäre. Nein. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum des Erkenntnis, des Guten und des Bösen solltest du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Für die Evangelikalen gehorcht alles dem einen göttlichen Plan. Ich trau mich das nicht. Universum geht auf einen intelligenten Urheber zurück. Urknall, Evolutionstheorie, Charles Darwin, Pustekuchen. Sie nennen es Intelligent Design und behaupten, ihre Forschungen seien wissenschaftlich. Tatsächlich aber verbreiten sie fundamentalistische Glaubenssätze. Einen evangelikalen Wissenschaftler konnte ich treffen. Lebt er im Zwiespalt zwischen Forschung und Religion? Wir sind jetzt in dem Labor. Naja, ob jetzt etwas Intelligent Design ist oder nicht, kann man ja jetzt nicht so direkt sagen, oder? Also ich weiß nicht so genau, was man da versteht unter diesem Intelligent Design, wie Sie das verstehen, so dass wirklich der Mensch erschaffen wurde von Gott, direkt der Mensch. Das ist halt nicht so. Aber wenn man das Prinzip des Universums als Gott ansieht oder Gottes Wort, je nachdem wie man will, das deckt sich auch gut mit dieser Dreifaltigkeit im Christentum. Wenn du das als das Prinzip des Universums als Wort Gottes sehen willst, das einfach Dinge erzeugt, dann kann man sich natürlich fragen, wurde das Universum insgesamt von einem intelligenten Wesen erschaffen oder ist es die Erschaffung der in sich selbst durch was auch immer? Das ist eine sehr komplizierte Frage, aber die kann man eben nie beantworten, das weiß man nicht. Indem wir die DNA sequenzieren. Und vor allem kann man es deswegen nicht beantworten, weil man kann niemals, Einstein hat das ja gesagt, du kannst Energie und Materie bleiben immer konstant. Das heißt, du kannst nichts nach außen abgeben und nimmst nichts von außen auf. Es sei denn, du gibst nach außen etwas ab und exakt genau kriegst du wieder es rein. Aber das glaube ich nicht. Das heißt, wir werden niemals erfahren, was draußen ist, weil du kannst nichts nach draußen abgeben, alles bleibt drinnen. Ja, deswegen sagt man, das Universum ist unendlich, weil es einfach in sich geschlossen ist, glaube ich. Bin gespannt, wir suchen Gott heute, das Göttliche. Vor dem schwarzen Hintergrund, da zieht sich jetzt so ein Faden hoch. Dieser Faden, das ist DNS. Das ist das Erbmolekül des Lebens. Das ist der Code des Lebens. Dieses Molekül ist so kompliziert, dass wir es immer noch nicht wirklich verstehen. Also normalerweise ist ja Wissenschaft, dass ich alles bis ins Kleinste genau beschreiben kann. Und Intelligent Design sagt dann aber, es war da irgendwo eine Macht, keine Ahnung, die hat es einfach entstehen lassen.
Aber einfach so plopp aus dem Nichts oder wie? Dazu sagt Intelligence ja ein Nichts. Wie das gehen soll, dazu kann die Theorie nichts aussagen. Wir glauben, die Autoren dieses Buches glauben, dass ein materieller Evolutionsprozess die Komplexität des Lebens nicht erklärt. Und damit sagen Sie den Schülern doch eigentlich Wissenschaft, also kannst du nicht alles erklären, ist eigentlich Mumpitz. Ja, du sagst, der kapitalistische Markt wurde ja auch von der unsichtbaren Hand Gottes geschaffen und gelenkt. Klar, Kapitalismus oder Neoliberalismus, besser gesagt, die rechtfertigende politische Ideologie des Kapitalismus, ist ja praktisch eine Religion. Ja, diese ganzen Gerede, der Markt regelt, verärger die Märkte nicht, dann werden Märkte dir geben. Das ist ja eine Religion. Dieser ganze Kapitalismus-Gelaber von wegen, jeder kann es schaffen, in Himmelsreich zu kommen und so reich zu werden, das ist ja alles pure Religion. Ja, es ist ja einfach Religion. Früher haben Leute an Religion geglaubt, so Gott wird dich retten, wenn du ein guter Mensch bist, kommst du in den Himmel. Jetzt glaubt man, wenn du ein guter Mensch bist, wirst du reich oder so. Na, musst ja nicht mal ein guter Mensch sein, sondern wenn du dich bemühst, ja. Aber das ist praktisch auch eine Sekte oder Religion oder wie auch immer. Ja, so funktioniert es zumindest. Also wie Sie auf das schmale Brett kommen, das frage ich mich auch. Ich finde es aber so eigenartig, weil Sie ja nicht benennen, wer der Schöpfer ist. Auf dem Leben steht kein Name drauf, also wir wissen es nicht. Na, aber das kann ja jedes Kind dann sagen. Ein Rätsel der Religion ist für mich vor allem Marias unbefleckte Empfängnis. Ist alles andere schmutzig? Und wie soll das gehen? Aber wie funktioniert das, dass man daran glaubt, dass Maria eine Jungfrau war, als sie Jesus bekam? Wie funktioniert das? Ob Maria eine Jungfrau? Weil es eine Parabel ist und nicht einfach eine wissenschaftliche Arbeit, Junge. Warte, Entschuldigung, ich muss nur kurz für eine halbe Minute meine Frau was fragen. Ich bin gleich da. Sorry. Die Frau war, als sie Jesus empfangen hat, das glaube ich. Dort fragen Sie mich bloß nicht als Biologe, wie sowas gehen soll. Das kann ja gar nicht gehen. Für mich ist es eine Frage des Vertrauens zu dem, wer Jesus ist. Wenn das Gottes Sohn war, dann ist auch eine jungfräuliche Empfängnis für mich nicht ausgeschlossen. Aber was ist das für ein Schöpfer, der quasi in die Frau hineinkriechen kann, wenn ich das mal so ganz plakativ sagen kann, als Geist? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Jesus ist Sohn Gottes. Ja, und zwar genauso, wie wir alle Kinder Gottes sind. Ja, wenn Gott das ganze Universum erschafft, dann ist alles, was in diesem Universum entsteht, auch seine Kreation. Ja, bist auch ein Kind Gottes quasi. Ja, nach dem Prinzip. Und deswegen bei dieser heiligen Trinität, so der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, ja, ist ja quasi der Vater, der Ursprung der Erschaffung, der Heilige Geist, ist sozusagen praktisch die Weltformel, die einfach die Welt strukturiert und aufbaut. Und was sich daraus ergibt, ist dann der Sohn, also kurz gesagt die Erschaffung dessen. Und alle drei zusammen sind sie aber Gott. Ja, so irgendwie. Und so verstehe ich das. Und ich glaube, dass das auch so ursprünglich gemeint war. Ja, nur haben Menschen das dann halt viel zu buchstäblich genommen. Ja, und wir wissen ja, wie Menschen Dinge, sobald du dich nicht 100% akkurat ausdrückst, ja, wie Menschen dich absichtlich falsch verstehen. Das heißt, Menschen haben das alles falsch verstanden. Das heißt, der Geist, ja, das heißt, der Geist
ist ja praktisch, das ist ja auch so, Menschen, die an Geister glauben, ja. Da hat jemand gesagt, der ist gestorben, aber sein Geist ist geblieben. Und irgendwer hat sich dann gedacht, oh mein Gott, das heißt, er ist jetzt ein Geist und geht hier herum. Nein, sein Geist. Ja, die Information, die er hinterlassen hat, ist geblieben. Aber die Menschen nehmen alles sehr buchstäblich und dann entsteht daraus einfach so, ja, Verschwörungstheorien. Ja, Menschen sind Menschen halt. Und dann kommt ein Baby raus. Wenn ich sage, dass ich glaube, dass Jesus jungfräulich geboren ist, dann ist es jenseits der Biologie, dann ist das Schöpfung. Aber das ist, da müssen Sie ja ganz schön in einem Zwiespalt sein, ne? Also weil ich meine, ich habe jetzt nicht Biologie studiert, aber ich kann mir schon irgendwie erklären, dass Maria, wenn sie ein Kind bekommen hat, dass sie dann natürlich irgendwie was vorher gemacht haben muss. Da gehört ein Y-Chromosomensatz dazu. Ich habe es noch nicht so ganz rausgefunden. Wo kommt das her? Ja, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Ja, ja. Ja, man muss das ein bisschen philosophisch betrachten. Ja. Man muss das einfach philosophisch betrachten, das Ganze. Verstehst du? Das ist halt, du kannst das halt nicht, du kannst das halt nicht direkt wie eine Wissenschaft behandeln und dann so tun, so, ja, du hast das und das gesagt, das und das bedeutet das und das. Ja, du musst ein bisschen Kreativität besitzen, musst ein bisschen Imagination haben, ja, weil sonst das ist ja ein Märchen, das ist ja eine Allegorie, das ist eine Metapher. Da muss man ein bisschen nachdenken halt. Wenn man begegnet ist. Eigentlich wenn man ist dumm doch ist, nimmt man das alles wörtlich. Ja, dann ergibt aber, dann entsteht nur Scheiße dabei. Alles heilig. Auch der Akt. Warum sieht das keiner so, Maria? Ich bin auf dem Weg ins Ahrtal. Dort soll es Menschen geben, die wissen, woher die Flutkatastrophe kommt. Es gibt Evangelikale, die glauben, hier spricht der Teufel. Er habe die Elemente entfesselt. Wasser, Feuer, Wind. Ja, sind wirklich halt böse Mächte am Werk? Das ist halt dumm. Man weiß bei diesen Bildern niemals. Was wohl die Einheimischen darüber denken, die hier Tag ein, Tag aus schuften, in ihrem Leid? Es ist kein Strom da, ist kein Wasser da, ist nichts mehr da. Kein Telefon, kein Handy, nichts geht mehr. Also die Leute brauchen schon echt Hilfe, ne? Ja, genau, wie aus junge Frau einfach falsch Jungfrau übersetzt wurde und 1300 Jahre später nehmen es Menschen wörtlich. Ja, genau. Und die ganze Bibel fängt ja damit, am Anfang war Logos, ja. Und Logos bedeutet so viele verschiedene Dinge. Es bedeutet einfach Sinn im Endeffekt. Am Anfang war es sozusagen die Formel, könnte man heute sagen, ja. Am Anfang war der Sinn der ganzen Sache. Ja, am Anfang war Logos. Und daraus aber in einer Übersetzung haben sie gemacht, am Anfang war das Wort. Ja. Wenn man Wort als Formel sieht, die gesprochen wird, okay. Aber diese Dinge sind einfach, ist einfach so, das ist katastrophal, was da alles komplett in den Arsch gegangen ist. Ich treffe Siebten-Tag-Adventisten. Es gibt weltweit über 21 Millionen von ihnen. Für sie leben wir eigentlich schon am Rande der Apokalypse. Hallo, Tachchen. Und Sie helfen hier? Ja, wir sind hier Helfer. Wir haben meine Frau heute gekocht, vegan gekocht für die Mannschaft hier. Und hat allen gut geschmeckt. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich kann sagen, ich gebe euch das Protokoll. Ich fühle mich sehr hoffnungsvoll, denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und seine Online-Adresse ist das Gebet. Ja, ich habe mich Jesus übergeben, mein Leben, und er führt. Warum sind Sie hierher gekommen, also ja, an diesen Ort? Die elektrische Leitung neu verlegen und halt der Familie helfen, dass das Haus einigermaßen wieder bewohnbar wird. Ja, siehst du, am Anfang war Logos und es war gut und dann kam der Kapitalismus und alles wurde schlecht, Erwin. Siehst du, dieses Zitat wird mir zugeschrieben, aber es gibt keine historischen Quellen, die belegen, dass dieses Zitat von mir kommt. Aber nachhaltig wird das die Geschichte verändern. Andern ja. Tag, nachmittags, kam THW mit dem Boot bei uns durchs Wohnzimmer gefahren
und habe mich dann mit dem Boot rausgefahren. Ich stand ja immer noch das Wasser so hoch. Na, der Schuss, sind dann die Möbel, alles weg. Ich kann nur sagen, ja Leute, lest die Bibel, damit ihr, ja, dass ihr die Augen geöffnet bekommt und dass man der Geist das halt euch auch in die Wahrheit führen kann. Und dann habe ich ein schönes Liedchen, habe ich mir gereimt, wo ich das immer für Augen halte, so ich mir manchmal so sage, man kann es singen, man kann es auch beten. Ne? Wie geht das? Ich finde es auch, weißt du, in unserer Gesellschaft hier, ja, gibt es sehr eine Feindlichkeit gegenüber Spiritualität. Ich möchte gar nicht Religion sagen, sondern wirklich Spiritualität und Intuition und Fantasie und Imagination halt. Ne? Gibt sehr viel Feindlichkeit in unserer Gesellschaft und das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Ja? Unsere Gesellschaft stützt sich viel zu sehr irgendwie so auf Zahlen, Daten, Fakten, Wissenschaft, bla 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 bla. Aber das ist alles null wert, wenn du die gesamte Intuition, Kreativität, Fantasie und diese ganzen Sachen einfach wegwirfst, ja, dafür. Und das wird aber leider weggeworfen, weil der Neoliberalismus macht sich nur Dinge zunutze, dass es auch messen kann, ja. Alles, was du in Geld umwandeln kannst und messen kannst, das machst du dir zunutze, ja. Aber von Fantastereien und von irgendwelchen Imaginationen, so kann der Kapitalismus nicht profitieren, deswegen so gilt das als nutzlos oder esoterisch oder und so weiter und so fort. Und ich finde das einfach dumm. Ich finde das einfach extrem dumm, weil das ist eine Kernqualität des Menschseins, ist einfach seine Kreativität und seine Spiritualität. Ja? Die Spiritualität darf man sich einfach nicht wegnehmen lassen. Ja? Ist eben nicht verzweckbar, genau. Das darf man sich nicht wegnehmen lassen, das ist einfach sehr, sehr wichtig, ja. Und dieses System tötet sowas die Menschen wirklich, ja, so. Bibel-Bestseller of all time, nein, ich meine nicht sowas, ich meine die echte Spiritualität, aus der auch Kunst kommt und solche Sachen. Ich rede davon, ja. Ich rede nicht von jetzt, dass du die Bibel liest und dann irgendwie in die Kirche gehst, das meine ich ja gar nicht. Ich rede wirklich von Spiritualität, ja, von der alles Gute kommt quasi. Ja, nicht quantifizierbare Geisteswelten. Schau, wie Zetko das schön ausdrückt. Ja, genau. Ja. Und das ist einfach sehr wichtig, weil du kannst ja praktisch, wenn du Musik machst, wenn du jemals Musik gemacht hast oder Fußball gespielt hast, ja, du kannst ja nicht Musik machen rational. Du kannst ja nicht Fußball spielen rational. Das ist Intuition, das ist Gefühl, das ist Gefühlsregung, das ist, du kannst ja auch Sex nicht rational haben, ja. Sex ist eine Gefühlssache, keine rationale Sache. Genau so ist das mit Kunst und mit allen anderen guten Sachen. Ja. Und ja, aber das wird irgendwie zerstört, weil bei uns ist alles immer nur, alles muss gedacht, gemessen, inszeniert werden, alles muss so, weißt du, das ist einfach dumm. So schadet nur. Das Lied. Ja, Jesus ist das wahre Opferlamm. Widerstand des Satans Listgenbann, trug die Sünden aller Menschenzeit, schenk dich ihm, bist du heute dazu bereit? Halleluja, Halleluja, weil Jesus kommt noch einmal, das ist wahr. Wenn du denkst, dann denkst du nur. Irgendwas. Scheiße, ich hätte ihn durchbeatboxen müssen. Wer ist eigentlich der stille Typ? Er will helfen. Vorhin sprach er über Strafe und was wir Menschen falsch gemacht haben. Unser lieber himmlischer Vater. Selbst Mathe hat imaginäre Zahlen, siehst du? Du hast auch die Macht über dem Wetter und deswegen möchte ich dich bitten, dass du jetzt einfach auch das Wetter segnest, dass wir ohne Regen das Ganze drehen können. Aber natürlich nicht so, wie wir es wollen, Herr, sondern so, wie du es möchtest. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ui. Ich glaube, er spricht schon mit uns, oder? Ich hol meine Bibel, ja? Ja. Jetzt haut er mit der Bibel auf den Kopf. Mach dich nicht lustig über meinen Gott. Sergej, was sehen Sie?
Ich sehe eine Zerstörung. Was? Wow, wie sieht er das? Ein Symbol für die Sünde darstellt. Welche Sünde? Das Wort Gottes, die Bibel sagt, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Kapitalismus. Kapitalismus. Es stimmt wirklich. Die haben mit Kapitalismus eine Sünde begangen und deswegen passiert jetzt dieser Scheiß. Oder? Gott hat uns sein Gesetz gegeben. Und das sind diese 10 Gebote. Die, ja. Die kennen wir eigentlich. Ja. Du sollst nicht töten, nicht stehlen. Gott siehst du schon, das zweite Gebot wurde verletzt durch den Kapitalismus. Ja. Schon das zweite Gebot wurde, du sollst nicht stehlen. Das zweite Gebot wurde schon gleich verletzt. Sag das. Ja, plus die ganzen so du sagst, Völlerei und Maßlosigkeit, ja, wie heißen die 7 Todsünden, ja? Hey, komm, die 7 Todsünden sind auch Tugenden im Kapitalismus, oder? Oder? Was sind die 7 Todsünden? Die sind doch alles, was im Kapitalismus als cool gilt, praktisch. Oder nicht? Dass der Lohn für die Sünde der Tod... Nicht stehlen, auch ein Übersetzungsfehler, da stand ursprünglich ausbeuten, ja, sicher. Tod ist. Und passiert Ihnen dann so etwas, was wir hier sehen? Leider ja. Ja, Gier ist zum Beispiel eine, ja. Da, Hochmut, Neid, Zorn, Trägheit, Habgier, Völlerei und Wollust. Bis auf Trägheit sind sie praktisch alle... Tugenden im Kapitalismus. Hochmut auf jeden Fall, so schaffst du es nicht. Neid ist gut, das treibt dich an, dass du es auch schaffst. Ja? Zorn ist gut, du sollst kämpfen. Ja? Du sollst kämpfen für die Dinge, die du haben willst. Habgier, sowieso, darüber braucht man nicht reden. Völlerei, konsumiere, je mehr du konsumierst, desto mehr bist du wert. Wollust, Alter, alles ist einfach sexualisiert in unserer Gesellschaft. Ja? Das ist ja genau der Punkt. Ist so. Naja, selbst die 4 apokalyptischen Reiter sind schon längst da, total, das hat Žižek gesagt letztens, gell? Žižek hat letztens darüber geredet, nämlich, dass, wie war das, Hunger kommt jetzt, Krieg ist da und die Pest ist auch schon da, ja, die sind alle schon gekommen, jetzt fehlt nur noch, was fehlt jetzt, jetzt fehlt der Hunger. Jetzt kommt der Hunger wegen den ganzen, in der Ukraine ist ja der Kornspeicher der Welt quasi, dadurch kommt der Hunger. Und dann, was kommt als Viertes? Was ist der Vierte? Habe ich vergessen. Ja, die fehlen uns noch. So, total, ja. Viele haben auch Personenschäden zu beklagen, wo dann vielleicht Angehörige fehlen. Ist alles weggeschwommen, alles kaputt. 500.000 Schaden. Wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Und das ging dermaßen schnell, man könnte sich in der Ecke setzen und weinen. Also ich glaube, dass es sogar durch und durch wichtig für den Kapitalismus ist, diese Warnungen, diese 10 Gebote zu zerstören und auszuhebeln, ja, und die Menschen zu entfremden von sich und ihrer Gemeinschaft, so was die Religion eigentlich vielleicht zusammenführen könnte, nämlich so eine Verbindung zwischen Mensch, Gemeinschaft und Gott, ja. Das zersetzt der Kapitalismus und beschränkt Menschen nur auf sich selbst und macht sie einfach zu Maschinen, die dem Kapital dienen, dem Mammon, ja, quasi dem falschen Götzen. Ja. Das hat schon was. Also es ist nicht total lost, dieses ganze Ding. Ja. Man muss es nur richtig interpretieren. Man darf halt nicht ein Volltrottel sein und glauben, so man kommt in den Himmel und da sitzt ein weißer, bärtiger Mann da oben. Aber wenn man das ein bisschen so betrachtet in unserer Gesellschaft, das hat schon einen Wert. Das ist ja nicht vollkommen lost. Die Menschen hier in Ahrtal und auf der ganzen Welt können nur durch Christus gerettet werden, wenn sie Christus als ihren persönlichen Erlöser annehmen. Mich umtreibt es immer noch, warum das überhaupt passiert ist, wenn doch Gott und Jesus und die Mächte um uns herum das eigentlich bestimmen können. Jesus hat seinen Jüngern vorausgesagt, dass das Ganze passieren wird. Kurz
Marx hat aber gleichzeitig gesagt, dass Religion das Proletariat vernebelt. Ja, ja, Opium fürs Volk, klar. Aber das ist halt in dem Sinne, als die Kirche und das Patriarchat durch die Religion ein Machtgefälle und eine Machthierarchie erstellen, mit der sie dich einfach in alle Ewigkeit knechten. Ja, da stimmt das. Da stimmt das, aber davon reden wir hier jetzt nicht, von der institutionalisierten Machtorganisation Kirche. Vor seiner zweiten Wiederkunft. Und genau das erleben wir heute hier. Die Apokalypse? Ich würde mal sagen, das ist... Sag mal, der rechte Weg, hast du dich irgendwie umbenannt? Hast du dich irgendwie gestern umbenannt? Nein, du hast ja den Kanal gestern erschaffen. Okay. Der Anfang davon. Dann vergiss wieder. Wir haben den Fluss in ein Bett gepresst. Wir haben die Schwemmwiesen trockengelegt. Kommt das von Gott? Der linke Weg wurde gebannt, ja. Es war schon schlimm. Und dann geht's weiter. Sergej hat mir erzählt von den siebten Tag Adventisten. Ja. Hilft Ihnen das? Ach, da kann ich auch im Moment noch nicht viel zu sagen, ne? Ja. Nein, Erwin, geht nicht nur darum, geht um Idealismus versus Materialismus. Ja, schon klar. Das weiß ich schon. Ja. Ist mir schon klar, dass es auch darum geht, aber warum geht es darum, ist die Frage. Es geht ja deswegen darum, weil eben es um die Machtüberwindung geht und die Menschen sich auf weg von Gott auf die Machtverhältnisse fokussieren sollen. Deswegen. Alle, die in der Gemeinde sind, sind sehr, sehr nette Leute. Trifft man heute selten. Wirklich. Nächstenliebe an erster Stelle. Ja. Ja, siehst du? Damit kommt der Kapitalismus nicht klar. Nächstenliebe an erster Stelle, das verträgt der Kapitalismus nicht gut. Das ist auch, warum der Kapitalismus Religionen systematisch auslacht, lächerlich macht und bekämpft. Ja? Würden Sie das hier schaffen ohne die Helfer? Aber ich rede von spirituellen Religionen, ich rede nicht von den institutionalisierten Religionen. Mit der arbeitet das sehr gerne zusammen. Nee. Nein, also würden wir nicht schaffen. Die Adventisten helfen einfach so. Aber ich muss sagen, so, Mo, hast du mal das fundamentale Christentum, da habe ich mir jetzt irgendwie so Leute erwartet, die so Anfälle haben und so vor Mund schäumen und so mit Waffen gehen und einfach so Kreuzzüge machen wollen. Aber sie interviewt actually so irgendwie ein bisschen verwirrte Menschen. So, ich glaube, das ist anders als in Amerika. Ne? Die helfen, ja. Oder erwartest du etwas? Gott liebt die Menschen. Auch einfach so. Und deswegen geben wir die Hilfe auch einfach so den Menschen weiter. Was sagen Sie dazu, dass das jetzt der Anfang der Apokalypse ist? Ja, das macht einem Angst. Manchmal. Und manchmal glaube ich nicht daran. Aber würden Sie... ZTTKO! Danke, Setko, für den gegifteten Sub an Gott. Dankeschön. Vielen Dank. Wie sagt man? Gott gelobs? Nein. Wie sagt man? Sagt man das so? Sie jetzt auch siebten Tag Adventistin werden? Ich halte mich eigentlich immer gern von allem so fern. Gott, der alte Lurker, ja. Aber Gott sieht alles, weißt du? Also auch diesen Stream. Setko kommt in den Himmel, voll. Gott sei gepriesen, ja. Gott sei begiftet. Es wird nicht mehr lange dauern. Und Gott wird dem Ganzen mit seiner Wiederkunft ein Ende setzen. So, Setko hat morgen nur Glück, Alter. Setko geht morgen einfach so spazieren, findet einfach so einen 50er auf der Straße. So, lernt einfach die Liebe seines Lebens kennen. So, alles ist, was der ist, so, alles reiht sich einfach ein, so, hat die besten Ideen, kauft ein Rubbel los, gewinnt eine Million. Es findet momentan ein Gericht statt im Himmel
Und dort wird entschieden, ob der Mensch... Voll, der hat gerade gesagt, umsonst hast du es erhalten und umsonst sollst du es geben. Alter, das ist die Hölle aus der Sicht der Kapitalisten, oder? Eigentlich so... Jetzt Based wieder schenkt jetzt dem Teufel einen Sub. Okay, Bro, was geht? Danke, Based. Ihr seid crazy. Was geht ab? Für die Ewigkeit gerettet wird oder ob der Mensch für die Ewigkeit verloren geht. Was passiert dann mit mir? Ich sag mal, alle bösen Menschen, die sich gegen Gott entschieden haben, werden verbrannt. Aber ich werde nur gerettet, wenn ich mit ihm gehe. Richtig. Ich entscheide mich entweder für Gott oder für Satan. Kann man das denn so sagen, dass man sich immer nur zwischen... Kann man sagen, dass nach dieser Regel, was Gott ist und was Satan ist, kann man dann sagen, nach dieser Regel, dass Kapitalismus so der Satan ist? Also so das, was dich dazu verleitet, Sünden zu begehen, dass das dich dazu verleitet, gegen die 10 Gebote zu verstoßen und so weiter und so fort, oder? Weil, überlegen wir uns ja mal, so Kapitalismus will, dass du so Leute ausbeutest, ja. Kapitalismus will, dass du irgendwie Leute ausbeutest, der will, geizig bist, dass du nur auf dich selbst schaust, dass du alle anderen fertig machst, dass du über alle anderen dich stellst und so weiter und so fort, oder? Und böse entscheidet. Verkürzter Kapitalismuskritik, next Gibt's level. Ja, natürlich. Irgendwas dazwischen? Was für verkürzte, das ist erweiterte Kapitalismuskritik. Wir gehen schon in höhere Sphären, Alter, wo es schon um Gott und Satan geht und wir vergleichen das mit Kapitalismus, Alter. Was ist daran verkürzt? Das ist die Erweiterung der Erweiterung. Wenn ich mich gegen Gott entscheide, dann entscheide ich mich für die Macht des Teufels. Haben Sie den Teufel schon mal gesehen? Ja. Das ist er. Naja, gut. Das ist ein Charakter. Mo. Kannst nicht alles, was scheiße ist, auf Teufel schieben, oder? Puh. Mir wird ganz anders. Oh. Die Zeit läuft ab. Ob Klimakatastrophe, der sogenannte Verfall von Sitz. Ich glaube, Mo ist einfach die langweiligste, uninspirierendste, oberflächlichste Person auf diesem Scheißplaneten, echt. Und Moral, Frauenrechte. Stell dir vor, du strandest auf einer einsamen Insel nur mit Mo. Es gibt niemanden anderen. So, sie ist Wilson einfach, verstehst du? Du landest einfach auf einer einsamen Insel, es gibt nur dich und Mo. Okay? Und du kannst aber nicht alleine überleben. Du musst mit dir zusammenarbeiten. Junge, Junge. Alles wird als Endzeitphänomen eingeordnet, als Mahnung Woher weiß er, dass Gott das nicht angerichtet hat, um seinen Glauben zu testen? Das ist eine wichtige Frage, natürlich, sage ich ja. Es ist nicht alles, was kaputt geht, ist Teufel. Zu kehren, zurück zu Gott. Zu welchem Gott? Zu welcher Göttin? Ja genau, ein Element kollidiert mit einem anderen Element, Satan, voll. Wenn Not herrscht, sind Menschen empfänglicher für Gott. Dann suchen sie nach Hilfe. Dann stellt sich die Frage nach Gott. Ja, aber dann kommt nicht Gott, sondern ein Hubschrauber. Das ist ja der Punkt. Und dem Sinn von allem am stärksten. Sie gendert Gott? Hat sie Gott gegendert? Wirklich? Was hat sie gesagt? Ich habe es nicht mitbekommen. Wem kann man sich anvertrauen in der Not? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vom Herzen Gefühle kommen, sind Gefühle durchaus manipulierbar. Was nicht manipulierbar ist, ist Gottes Wort. Also die Bibel legt sich mit sich selbst aus, sie ist absolut wahr. Sie hat auch den Anspruch, absolut wahr zu sein. Und deswegen muss man sein Gewissen und sein Herz immer mit der Bibel gucken, ob das miteinander kompatibel ist, weil Gefühle können nicht richtig sein. Religion einfach wie AfD. Umso schlechter es den Menschen geht, desto besser für ihre Vereine. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das bin ja ich. Genau. Ja, in allem, in guten wie in schlechten Zeiten. Oder sollte ich nicht darauf vertrauen, auf mein tiefstes Inneres? Aber die Bibel
ist dann halt der Kompass, der Justierungspunkt. Kann auch das Göttliche sein, ja, ein Mensch mit einer eigenen Meinung zu sein. Man kann sicherlich... Glaubst du, fühlt er sich schuldig, wenn er sich eine runterholt? ...eine eigene Meinung haben, aber dann sind wir bei dem Punkt, ist meine Meinung kompatibel mit der Bibel? Was sagt Gott über meine Meinung? Oder muss ich meine Meinung korrigieren? Aber er macht es trotzdem. Er muss sich selbst geißeln danach. Ja, aber das gefällt ihm dann. Dann wird er gleich nochmal geil. Dann macht das einfach fucking nochmal. Er wird es der Kube sagen, Alter. Ah, das ist ein Neues Testament. Danke. Bitte schön. Bedeutet das dieses T-Shirt Führungskraft oder was? Oh mein Gott. Holy shit. Vor Corona haben wir noch regelmäßig Schulen aufgesucht. Was glauben Sie, wie viele sind da schon verteilt worden von diesen? 1000? Nein, auf der ganzen Welt sind mittlerweile 190 Staaten, sind schon über 2 Milliarden verteilt worden. Ich bin im katholischen Internat groß geworden und ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit. Okay. Wollen Sie noch was sagen? Ja, zu nötig. Moment. Als Frau. Als Frau? Ja, als Frau. Die auch die Schöpfung denkt. Hallo, das sind Christen, die Frau hat nichts zu sagen. Was redest du? Welche Gedanken? Oh, warte mal, oder war das bei den Moslems? Naja. Gehen ihm da durch den Kopf. Ich glaube, im Endeffekt, gibt es irgendeine Religion, wo die Frau nicht unterdrückt ist gegenüber dem Mann? Existiert so eine Religion? Als Frau bin ich total dankbar, dass ich mich so von Gott geliebt fühle und weiß, dass es etwas ganz Besonderes ist, dass Gott gar keine Unterschiede zwischen uns macht. Wir haben alle den gleichen Wert bei Gott und das ist so wunderbar. Und was sagt Gott zu Homosexualität? Da gehe ich auch wieder ganz an den Anfang, in die Schöpfungsordnung. Und da ist es halt ganz klar, dass er Mann und Frau dafür vorgesehen hat. Ja. Mhm. Als Paar zusammenzukommen. Ja. Und was, wenn nicht? Und was, wenn nicht? Ja, ich würde sagen, ich denke, es ist eine große Herausforderung, wenn man diese Gefühle hat, sich eben zum Gleichgeschlechtlichen hingezogen fühlt und so etwas. Nur man muss Gefühle auch überprüfen. Und wenn ich jetzt lesbisch wäre, wie sollte ich denn meine Gefühle überprüfen? Ja, das ist immer sehr schwierig, weil ihre Grundlage ist wahrscheinlich nicht die Bibel. Die Grundlage ist halt, dass ich schaue, was sagt Gott in seinem Wort dazu. Und weil es für uns die Wahrheit ist, von Gott inspiriertes Wort, weiß ich, dass das wertvoll ist, mich danach zu richten, was er sagt. Und in seinem Wort steht das ganz klar, dass es nicht in seinem Sinn ist. Ja, die Schöpfungsordnung ist eine andere. Da freut er sich. Ja, so ist das. Ja, auch Gott, liebe deine Nächsten, ja. Liebe deine Nächste, ja. Es wird ein Kampf sein zwischen Gut und Böse. Ja, der Kampf läuft schon lange, ja. Und wir nähern uns dem Ende von diesem Kampf. Und was ist Ihre Rolle in diesem Kampf? Also, ich möchte bald nach Hause. Ich glubsche. Wenn Jesus wiederkommt. Und ich möchte so viele wie möglich Menschen mit sich nehmen. Ja. Nach Hause? Was heißt nach Hause? In den Himmel? Bro, das klingt nicht gut. Den sollte der Verfassungsschutz beobachten. Ja. Evangelikale vertrauen auf die höhere Macht. Sie verzichten auf eigene Rechte. Okay, aber dürfen sie ihre Glaubensideale zur Vorschrift für alle erheben? Ich glaube, da gibt es einen Denkfehler. Und ich bin mir ziemlich sicher, Gott merkt das. Gott, ja, mein Gott.
keine Ahnung, was mit mir nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, ich habe mich an Mo gewöhnt. Ich habe das Gefühl, ich habe mich an Mo gewöhnt. Das hat mich jetzt gar nicht so aufgeregt. Irgendwie habe ich mir jetzt nicht gedacht, oh Mo, du gehst mir am Sack, ey, was ist mit dir? Aber ja, so einfach ist das. Okay, leider 200.